because you are expert for business plan, and as author book, you have published to the topic specialized book, and you are a man with big experience, more than 1,500 that you have been writing, must have each incorporate a business form. Also wenn du mich so fragst, als ich vor 22 Jahren anfing, die ersten Existenzgründer zu beraten, da hatte ich gar keinen Businessplan. Und auch vor 17 Jahren, als wir die Gesellschaft für Existenzgründungsberatung gründeten, da hatte ich dann auch keinen Businessplan, aber ich habe ja schon kurz nach meinem Abitur eine eigene Firma gegründet, eine Computergroßhandlung, und da habe ich dann parallel mein Betriebswirtschaftsstudium betrieben, habe also sowohl die fachlichen Kenntnisse bekommen, als auch die Möglichkeit gehabt, Eigenkapital anzusammeln. Und das ist ein Grund dafür. Eine verhältnismäßig komfortable Situation, das ist nicht der typische Fall der Gründer. Die Gründer haben oftmals wenig oder kein Eigenkapital und müssen deshalb unbedingt gezwungenermaßen einen Businessplan herstellen, denn die Hausbanken erwarten das von ihnen, und anders komme ich auch auf keinen Fall an so ein begehrtes KfW-Gründungsdarlehen. Ich möchte aber nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Der Businessplan wird keinesfalls nur geschrieben für die Bank oder um an den Kredit zu kommen, sondern ich brauche den natürlich auch als Selbstinformation, denn es besteht ja schon der Wunsch, dass ich das unternehmerische Risiko fassbar mache, in Zahlen abbilde. Und deswegen empfehle ich also auf jeden Fall, einen Businessplan zu schreiben. What is in a sense a business plan and can I make him by myself? Ja, das ist natürlich eine Frage, die so wahnsinnig viele Gründer interessiert, ob sie den eigenen Businessplan selbst schreiben können. Im Grunde kann ihn jeder schreiben, aber du willst ja den Banker überzeugen. Da gibt es so einen wunderschönen Slogan von dem ehemaligen Chefredakteur vom Nachrichtenmagazin Focus, dem Herrn Marquardt. Der sagt immer Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Und das ist auch eine wunderschöne Headline für den eigenen Businessplan. Denn es geht im Grunde darum, in möglichst präzisen Worten die eigenen Ideen zu Papier zu bringen. Man kann auch sagen, in der Kürze liegt die Würze. Und es gibt hier keine Prämie dafür, möglichst viel Papier zu produzieren. Also wenn man einen eigenen Geschäftsplan in 5 Seiten formulieren kann, dann ist das natürlich besser als in 15 Seiten. Und es geht auch um die Fachsprache, die man vermeiden sollte. Also es gibt viele Gründer, die stellen sich vor, ich packe jetzt mal ganz besonders viel Fachsprache in meinen Businessplan, um zum Ausdruck zu bringen, dass ich vom Fach bin. Aber wir müssen ja den Banker überzeugen, und der Banker, da darf man nie zu viel voraussetzen. Der Banker möchte es einfach, verständlich, und das ist eine wichtige Hürde, die man nehmen muss. Which contents have to be in the plan of business? Is he, by the way, fixed and beat without this difficult prognosis account? Ja, also die meisten Gründer, die bei uns anrufen, das glaubt ja keiner, aber die sagen zunächst mal, mein Businessplan ist im Grunde schon fix und fertig. Die wissen selbst, dass das in aller Regel nicht stimmt, denn das Allerwichtigste von diesen Businessplanen, also die halbe Miete, nämlich die betriebswirtschaftlichen Prognoserechnungen, die sind meistens nicht dabei oder sie sind unvollständig. Und so geht es natürlich nicht mit einem überzeugenden Businessplan. Selbstverständlich gehören in den Businessplan eine Beschreibung der Geschäftsidee, dann der eigenen Person, die Gründerpersönlichkeit, der Lebenslauf, was hat er bisher gemacht. Eine Marktbetrachtung, also wer ist die Konkurrenz, wie kann ich die Konkurrenz nicht verheimlichen. Das ist nicht die Philosophie eines Businessplans. Ich muss die Konkurrenten nennen, aber auch meine Vorteile nennen. Ich muss was zur Werbung sagen, wie will ich denn die Kunden überzeugen. Aber ich muss natürlich auch etwas zu den betriebswirtschaftlichen Prognoserechnungen sagen. Und da gibt es insbesondere 4 Prognosen,
die die KfW auch von jedem Gründer, der ein Gründungsdarlehen haben möchte, sehen möchte. Das ist an erster Stelle mal die Gewinn- und Verlustprognose. Also ich muss darüber Auskunft geben, ob ich in den nächsten 3 Jahren mit Gewinn dastehe oder mit Verlust arbeite. An zweiter Stelle ist es die Liquiditätsplanung. Das ist praktisch meine Beweisrechnung für den Kreditbedarf. Und die muss für 3 Jahre mindestens gemacht werden und die muss monatlich aufgezeigt werden. Die dritte Rechnung, das ist die Kapitaldienstberechnung. Das heißt, ich muss Zins und Tilgung, ob ich mir das leisten kann, vorrechnen. Und die vierte und letzte, die unbedingt erforderlich ist, das ist die Investitions- und Finanzierungsplanung, dass ich nämlich auf der einen Seite sage, wie viel Geld ich benötige und auf der anderen Seite, wo das Geld herkommen soll. So, das wäre dann, wenn das alles komplett ist, der Businessplan. Und es ist ja auch so, dass sich die KfW ganz konkrete Vorstellungen darüber gemacht hat, wie so ein Businessplan auszusehen hat, was da alles reingehört. Die hat ja ihre eigene Philosophie der Kreditvergabe, was man in den zahlreichen Kreditrichtlinien nachlesen kann. Ja? Und wenn das eben nicht so in dem eigenen Businessplan abgebildet ist, dann ist das ja nicht zielführend. Und das ist eigentlich das Schwierige bei so einem KfW-geeigneten Businessplan. Ja? Und aus dem Grund ist es sehr sinnvoll, einen Businessplan der Bank vorzulegen, ready to eat. Wir wollen der Bank ja keine Arbeit machen, das wäre ja schon wieder eine Hürde. Wir wollen, dass der Businessplan fix und fertig ist, am besten abgehakt wird und zu einer direkten Antragstellung bei der KfW führt. Und so wollen es die meisten Banken eben auch haben. Und das ist zielführend, dann kann ich schnell einen KfW-Antrag stellen und komme eben mit meinem KfW-Kredit auch schnell voran. It is not possible to find a free of charge business plans as download from internet. Ja, das Internet macht ja so gut wie alles möglich und selbstverständlich gibt es auch Angebote im Internet, kostenlose Businesspläne runterzuladen. Aber man möchte was sagen, kostenlos und umsonst. Denn es geht doch um viel Geld. Da ist es doch völlig klar, dass Individualität zählt. Also es geht doch darum, die eigene Geschäftsidee individuell darzustellen und nicht runtergeladen auf 40 Seiten bedrucktem Papier. Das wird ja oft gemacht. Also das sind richtig dümmliche, phrasenhafte Formulierungen, pseudo-betriebswirtschaftliche Formulierungen, die vordergründig den Eindruck erwecken sollen, man hätte da was Geistreiches zu Papier gebracht. So ist es nur leider nicht, denn diese Businesspläne unterscheiden sich gerade mal durch die Namen, die dann anders lauten und eingesetzt werden und eben auch, ob es um einen Eiskaffee geht oder eben um einen Metallbaubetrieb. Aber ansonsten sehen die immer gleich aus und die Banker dieser Republik erkennen natürlich das auch gleich auf den ersten Blick, dass es sich um diese Art von nicht individuellen aus dem Internet runtergezogenen Businesspläne handelt und das hat natürlich keinen Wert, das ist praktisch die garantierte Ablehnung sozusagen. Es ist doch auch so, dass sich der Banker kein X für ein U verkaufen lässt. Es geht doch um viel Geld. Da muss man sich doch auch selbst als Gründer die Arbeit machen, einen individuellen, eigenen Businessplan zustande zu bringen und der Bank vorzulegen. Es gibt im Jahr etwa 7.000 Gründer, die das begehrte KfW-Startgeld bekommen, dieser Kleinstkapitalkredit bis 100.000 Euro. Ja? Es gibt aber in etwa 500.000 Gründer in Deutschland jedes Jahr. Es muss doch auch einen Grund geben, weshalb so viele Kreditanträge abgelehnt werden. Und einer ist natürlich ein ganz wichtiger davon, die Qualität dieses Businessplans. Deswegen, ich rate unbedingt davon ab, diese aus dem Internet runtergezogenen Businesspläne zu verwenden. Nur mal so nebenbei, Jenny, es ist dir sicher aufgefallen, also es regnet hier ganz gewaltig, diese monsunartigen Regenfälle mitten in Bangkok und wir sitzen hier so gemütlich in einem wunderschönen Restaurant, dem Descents Restaurant im Dusitani Hotel, dem traditionsreichen Haus am Platz und bekommen hier vor lauter Gemütlichkeit gar nichts mit, was da draußen so passiert.
You offer your homepage www.ingongdongwu, and for free business idea checkup. Is your consulting free of charge at all? Ja, also zunächst mal zum einen Teil der Frage. Auf ingründung.de bieten wir den kostenlosen Check-up einer Geschäftsidee an. Da gibt es innerhalb von 5 Tagen eine sehr offene, kritische Antwort. Also wir halten da nicht zurück. Ja? Wenn eine Geschäftsidee schlecht ist, dann wird das da auch, die Kritik wird ausgesprochen. Wir sind keine Politiker, wir müssen hier nicht auf Political Correctness achten, sondern es gibt eine offene Einschätzung der Geschäftsidee und eine Bewertung auch hinsichtlich der Gründungsdarlehen, der Aussicht auf Gründungsdarlehen, und das ist kostenlos. Aber jetzt nochmal zum zweiten Teil deiner Frage. Da würde ich also dann eher sagen, guter Rat ist preiswert. Unser Beratungsteam in Deutschland berät also von der kleinen Geschäftsidee, ich sag mal eine Pommesbude, bis hin zum Großprojekt. Ich denke da an eine sensationelle Raumfahrtentwicklung, die mal ein Jungunternehmer in Rüsselsheim gemacht hat. Die sogenannte teuerste Hose der Welt, eine Erfindung, die mit auf das Space Shuttle kam und dann von Cape Canaveral aus ins All wanderte und dort gut zum Einsatz kam, den haben wir genauso begleitet und die Gründungsfinanzierung und auch die Gründung organisiert. Und auf, für diese Beratungen gibt es eben immer ein passendes Förderprogramm, was das Honorar reduziert. Das können mal 50% mindestens sein oder das Honorar wird um 70% reduziert, bis hin zu 90%. Und für den ganz kleinen Eigenanteil, der dann noch am Honorar für unsere Beratung verbleibt, da gilt der Satz von Henry Ford, kein Geld ist besser ausgegeben als das, mit dem man Neues verdient. Da danke ich dir sehr herzlich für das tolle Interview. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Und ich war vorhin mal draußen beim Sternekoch, bei dem Monsieur Hamm aus Straßburg bestellt habe. Der betreibt nämlich dieses wunderschöne Dissens-Restaurant hier mitten in Bangkok. Und Jenny, ich glaube, das kommt jetzt gerade schon aus der Küche, dieses wunderschöne Dessert für dich. Und das ist die Gelegenheit, da kann ich hier den Chefkoch begrüßen, Christian Hamm aus Straßburg. Das ist Jenny. Kommst auch gerade mal in die Mitte zu uns. Es ist ja schon relativ spät. Wir haben hier einen spektakulären Blick auf den herrlichen Lupini Park und hier beginnt gleich One Night in Bangkok. Und Sie haben uns heute die Möglichkeit gegeben, hier zu drehen für unsere Serie One Gründertipp in Bangkok. Und jetzt eigentlich nur die Frage mal an Sie, was haben Sie denn hier Herrliches zubereitet? Ja, das ist eine Nougat Glacée with Himbeere and French Toast. Na, da bekomme ja auch ich gleich Appetit. Dann lasst es mal gut schmecken. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder beim nächsten One Gründertipp in Bangkok.